Willkommen zurück zu ReCore. Wir sind wieder hier in der Wiege und ich möchte gerne in dieser Folge die Montagehalle machen. Das ist die hier unten. Und dazu müssen wir erstmal hier rüber. Das Gebiet, das kennen wir schon. So, ich hoffe, ich habe die richtigen wieder mitgenommen. Mac, hast du mich? Mac wird uns jetzt erstmal sicher rüberbringen. Dann killen wir die hier noch. Oh, die Kerne wollte ich doch unbedingt haben. Komm her. Und kaputt. Ja, die Gegner hier, die gehen schon ziemlich schnell kaputt. Guck mal, ob wir deinen kriegen. Warum gibst du den nicht her? Warum nicht gleich so? So, jetzt wechseln wir nochmal auf Duncan, weil er ist der Stärkste. So, und die Montagehalle ist hier hinten. So, es gibt zwei prismatische Kerne, drei Kisten. Und ein Leben. Das Ganze ist vom Level her, müsste man eigentlich relativ schnell packen. Weil es ist schon einiges unter uns. Ich glaube, mit ihr bin ich jetzt auf Level 25. Alle Mann bereit? Okay. Dann könnten wir es sogar mal mit der Zeit probieren. Ich weiß jetzt gar nicht, was es hier gibt. Dass wir vielleicht zum ersten Mal das Zeitfenster aufkriegen, das Zeittor da. So, komm, du bist gepatcht worden. Ladezeiten sind nicht mehr so lang. Hast du den schon platt? Mal gucken, ob wir von dem noch den... Ja, komm. Ah, ist schon alles zu schnell kaputt. Da kommen wir gar nicht mehr gescheit an die Kerne dran. So, was brauchen wir denn? 8 Schalter. Gelben Schlüssel wieder. Warum brenne ich denn schon gleich wieder am Anfang? Nur am Brennen hier. Das ist doch wieder so ein kleines Krötenteil da. Damit. Sehr schön. Was haben wir noch? 3 Minuten. Einen Schalter haben wir schon während dem Kampf abgeknallt. Ja, komm, ist gut, ihr kleinen Viecher. Ja, da müssen wir sie platt machen. Minuten 41.
Er klopft sich schon klein. Ja, gehst du weg? So, wer kommt jetzt? Oh, Orange. Dann passt jetzt sofort extra hier. Na gut, wenn er das schon sagt, dann machen wir das natürlich. Na komm schon, wir müssen nicht jedes mitnehmen. Bleib mal bei ihm da, genau. So, haben wir doch wenigstens einen. So, eine Minute noch. Grausamer Verschrotter. Okay, dann bleiben wir doch gleich bei Rot, oder? Geht noch nicht. Er weicht einfach zu mit dem Schießen zu oft aus. Dass er sich auf andere Ziele konzentriert. Warum bist du eigentlich gesperrt, Duncan? Gib mir deinen lila Kern, wir haben noch 5 Sekunden. 2. Gib her. Zeit abgelaufen. Aber genau mit dem letzten. Ach, da oben hängt er. Hat ihn schon wieder sein kleiner Roboter weggeschleift. So. 4 Schalter haben wir schon während dem Kampf erledigt. Brauchen wir blau. Das war Nummer 5. Was ist denn da eigentlich? So. Wir brennen wieder. Haben wir den schon? Ja, den haben wir schon. Da oben, blau. Jetzt haben wir, das war Nummer 6. Nummer 7. Ah, und der gelbe Schlüssel ist runtergefallen, wenn ich das richtig gesehen habe. Gelbe Schlüssel. So, wo ist die Nummer 8? Kommt man da hoch? Wo haben wir die Nummer 8? Ja, der 8. Schlüssel ist immer... Ach, da unten. Da haben wir wenigstens 2. Und den Kampf um eine Sekunde verpasst. Meine Güte. Jetzt könnten wir zum ersten Mal 3 Tore aufmachen. Eine Tür. 2 Türen. Das ist doch schon mal was.
Und die Zeittür, die schaffen wir dann auch noch. Jetzt gucken wir erst, was wir kriegen. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Violetta Witwenmacher. So, gib uns unseren verdienten Kern. So, und unten haben wir auch noch einen. Da haben wir mindestens zwei geholt. So, noch ein bisschen Radar hier unten machen. Und da ist unser Extra-Leben. Oh, war es das schon? Gut, ich wollte jetzt nur noch mal schnell gucken, was es da in dem Zeitfenster noch gibt. Also machbar ist das auf jeden Fall. Wenn es jetzt nur eine Sekunde gefehlt hat. Was hier noch drinne? Eine Kiste. Na gut, das war die Montagehalle. Wieder mal ein bisschen kurze Folge, aber macht nichts. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin, Servus und macht's gut.